mit meinem Lieblingschef von Meiners. Darf ich das auch mal? Du bist ja schuld, dass ich damals bei dem Verein angefangen bin. Genau, ich weiß. So. Für die Party. Ja. Für den Fatih. Das wird heute spitze. Thomas. Tut mir leid, du kannst nach Hause fahren. Du hast gegen Recklinghausen keine gegen Chance. Gegen Recklinghausen. Mal mit dabei, ne? Auch mit Bändchen. Ja, ja, klar. Oh, mit ihm schreiben wir hier. Piep. Ja, Bändchen. Hat der Wurstband nicht verpflichtet? Es wird eine tolle Party sein, hier in der Festlandhalle und natürlich in Köln. Und nicht vergessen, wählen, wählen, wählen. Wählen für Thomas und für den Sieg im Finale, für Thomas und für Reckling und Rocklinghausen. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie das heute ausgeht. Bitte? Wie das heute ausgeht. Ja, Thomas gewinnt ist klar. Ja, du hast gesagt, keine Ahnung. Thomas gewinnt ist sogar. Thomas wird gewinnen, fertig. Thomas gewinnt. Willst du auch noch was sein? Nein. Hier in der Auto. Wo viel lachtet und der hat bis auf den letzten Zentimeter vor die Dinge wieder aufgehoben. Das ist so viel Veränderung im Moment, das ist mir aus. Könnt ihr mal reinwinken? Komm bitte. Ich hab dir gesagt, ihr sollt in eine Reihe aufstellen, aber warum nicht? So, jetzt. Danke sehr. Und los geht's. Ja, hi, was geht? Willst du mich verarschen? Komm, jetzt sag mal. Ja, was soll ich sagen? Hey, alles super geil hier. Wir müssen draußen rauchen, finde ich voll ätzend. Naja, aber. Was ist mit eurer Band? Komm, ich blende auch unten deinen Namen ein. Blend mal ruhig meinen Namen ein. Komm, sag mal. Weil der Hälfte, wer gewinnt heute? Thomas natürlich, ne? Was soll ich sagen? Das war auch eine sehr doofe Frage. Obwohl, ich weiß ja nicht, was besser ist. So. Weil, du weißt nicht, was besser ist. Ja, wenn willst du mit dem Fadi eine Platte einsingen oder wolltest du mir jetzt erzählen? Ich will mit dem Fadi eine Platte einsingen. Ja, klang grad so. Nee. Aber sonst muss Thomas ja, glaube ich, eine Platte mit dem Dieter machen. Was soll das werden? Soll er da am Strand rumrennen, halb nackt oder was? Und, natürlich. Und Coco Jumbo singen? Ey, lieber nicht. So, jetzt bist du dran. Wenn jemand ein Bier aus dem Hals, das ist hier eine jugendfreie Sendung. Wieso filmst halt du mich dann? Komm, jetzt los. Wieso filmst du mich dann? Ich fühle mich gar nicht sehr fühlig. Sag mal, das dann trinke ich auch. Komm, wir machen ein bisschen Werbung mit eurer Bier. Nicht von dem Bier, das ist ein Bier. So, alles klar. Nicht darüber. Schon wieder für ein Fadi-Boot ist hier in der Dings-Zone hier. Ja, genau. In der Zone. Zone B. So. Und nun? Hat er auch nochmal? Ja, klar. Ja.
Guck mal, Boden, nicht essen. Ja. Ne? Tag, Cola. Hey, wir sind Yes You Can. Wir sind heute hier, um den Thomas zu unterstützen. Aber ihr spielt eigene Sachen? Ja. Was spielst du außer Wasser trinken? Gitarre. Und du? Ich bin der Mädchen und spiel Schlagzeug. Yeah. Ich spiel Bass. Was spielst du? Bass. Ihr habt bestimmt eine Internetseite, die kann man hier unten einblenden, schätze ich mal. Dann blenden wir die jetzt genau hier. Sag mal schnell. Oh, ich werde immer versteckt der Kamera. Was ist denn deine Funktion? Ich mach laut. Du machst nur laut? Ich mach nur laut. Jungs machen gut, ich mach laut und dann machen wir nur laut. Könnt ihr mal die MySpace-Seite hier einblenden? Okay. Ja, habt ihr noch Tänzer dabei? Was hat der für eine Nummer? Mach den Spiegel. Wir haben da zwei, aber wir haben ja nicht still so. Cheerleader. Wenn der Spieler weg, der genau vor dem Loch in der Wand. Ich mache Fernsehen. Ihr seid nur zu. Ja, ich dachte gerade, ihr seid nicht angezogen, ausgezogen. Was denn jetzt? Sag doch mal ganz kurz, was habt ihr für ein Gefühl? Seid ihr aufgeregter als Thomas, klar. Auf jeden Fall. Was macht ihr denn da gleich? Ihr seid nur zu dritt. Ich sag, Cheerleader wären immer so 20, 30 Leute. Das kommt ja noch. Ach, die kommen doch alle. Dann wird es aber ein bisschen eng in der Bude hier, wa? Das ist auch nicht ein bisschen. Und hier, das ist so groß wie ein Dixi-Klo, 30 Frauen. Das wird ja spaßig. Achso, hier, Flugweg. Hier, vielleicht sollt ihr euch das mal auswendig lernen, wenn das ein bisschen eng wird hier. So ja, heute ist ja hier das große Finale von Deutschland sucht den Superstar mit Fadi Maluf und die große Entscheidungsparty auch in der Festlandhalle. 1800 Karten wurden verkauft, 2500 hätten verkauft werden können, muss es richtig heißen. Und nichtsdestotrotz ist die Stimmung schon fast am Kochen.